Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Tür 21. Noch 3 Tage und wir haben Heiligabend. Ja, gestern habe ich ja erklärt, warum. Ich war ein bisschen nicht geschlafen und so. Und habe voll vergessen zu sagen, dass es ja, war ja Sonntag und war ja Advent. Also ja, egal, war auch nicht so wichtig, glaube ich. Aber fiel mir im Nachhinein auf, ey, es war doch Sonntag, hast irgendwie gar nichts gesagt zum 4. Advent. Egal. So, wir fangen wieder an mit unserem IKEA-Adventskalender und mal schauen, ob jetzt wirklich jeden Tag, ein Bildchen drin ist. Es interessiert mich jetzt aber, ob sich doch jetzt zum Ende hin auf diesem Kalender nochmal was verändert hat. Jetzt schaue ich nochmal kurz, was die App da. Seht ihr das? Ja. So. Ich muss mir mal angewöhnen, am Anfang reinzugucken, ob ihr alles seht. Dann brauche ich mich nicht dauernd wieder drauf zu konzentrieren. Ja, es tut sich wirklich nichts Neues. Gut, dafür funktionieren jetzt tatsächlich mal alle Sachen. So, mit der Leiter haben wir noch nicht geguckt. Doch, der hüpfte auch hoch. Okay, also es funktioniert jetzt zwar alles. Hey, wohin warst du da? Aha, da kommt er. Genau. Aber gibt auch nichts Neues. Gut, schade. Wir schauen aber, was hinter der 21 ist. Da haben wir ein Herzchen. Ein Schokoherzchen. So. Und? Da ist eine Creme drin. Was könnte das sein? Und die Creme war so schnell weg. Konnte man gar nicht genau sagen. Ich würde sagen Karamell, aber ganz, ganz flüssig. Lecker, aber auch wieder ganz schön süß. Aber nicht so süß wie diese Kugel, die war unglaublich. So, hier haben wir Klassik drin. Und wir machen direkt weiter mit Plottermarie, oder zeige ich euch jetzt zwischendurch mal, was ich die Nacht, als ich nicht geschlafen habe, alles so gemacht habe. Ja, komm, machen wir mal jetzt kurz vor Weihnachten, können wir auch die Reihenfolge mal ein bisschen ändern. Und ich fange eigentlich mit dem langweiligsten an. Und ihr seht, ich habe hier auch schon angefangen, was zu benutzen. Habe hier wieder ein bisschen mit der Jelly Plate. Das ist mal so ganz normales Kopierpapier. Ich habe mal verschiedene Sachen ein bisschen ausprobiert. Das hier ist teures Aquarellpapier. Und zwar aus, achso, ich habe den Block weggestellt. Wie heißt der denn? Irgendwas mit XL, ist so ein blaues Ding. Sind 60 Blätter drin, ziemlich viele, aber der war auch ein bisschen teurer. Genau, also das sind, ja, weiß ich nicht, ob ihr euch, die euch interessieren. Wenn sie euch nicht interessieren, spult einfach vor. Und hier sind einfach so ein paar Hintergründe, weil ich für Januar einen Tausch ausgemacht habe für ATC-Karten, also eine Karte und für Tickets. Und ja, die Nacht, da konnte ich irgendwie nicht anders und da habe ich schon angefangen. Und ja, ich bin schon fast fertig, ehrlich gesagt, aber ist egal, das hat sich dann jetzt so ergeben. Ich habe noch gesagt, ach, vor Januar werde ich das nicht schaffen. Aber die ATC-Karte habe ich noch nicht fertig, also von daher, genau. So, und hier habe ich mal was ausprobiert. Und zwar habe ich da Federn draufgelegt. Finde ich auch voll cool. Vor allem das hier finde ich sehr schön, weil die Feder so schön auseinander war. Und ich habe mir jetzt ich habe mir jetzt weiße Federn bestellt zum Basteln. Und die werde ich dann auf jeden Fall mit der Jelly Plate benutzen. Und dann bleibt ja die Farbe auch auf den Federn. Hier hatte ich nämlich so dunkle Taubenfedern. Und ihr seht zwei, die waren halt ziemlich fest zusammen. Und die eine, die war schon so ein bisschen zerfleddert. Die zerfledderten gehen wirklich besser. So, und dann, ja, und dann kann man die Federn ja auch wieder weiter benutzen. Und kann die dann auch an Geschenke noch mit dran machen oder so. Ziemlich coole Idee. Die kommen, glaube ich, sogar heute, die Federn. Ja, so, hier haben wir das nächste. Ja, hier hatte ich erstmal wieder meine Schablone, die ich so gerne mag. Und dann habe ich aber noch von anderem Zeugs da was abgetupft. Und dadurch ist es ein bisschen bunter geworden, nicht immer nur meine Farben. Ihr seht, ich habe diesmal auch tatsächlich mal ein bisschen Rot verwendet. Hier
zum Beispiel. Finde ich sogar ziemlich cool. Ja, also rot, pink und gelb. Und dann unten auch noch eine Schablone benutzt und mit Gold einfach so ein bisschen mit dem Pinsel so ein bisschen so, ja, so eine Struktur da drum gemacht. Das finde ich auch sehr schön. Sowas mag ich immer sehr. Und das hier finde ich auch richtig cool. Aber das müsste man irgendwie im Ganzen verwenden, ne? Weil jede Ecke für sich eigentlich ist. Und so ist, passt es stimmig zusammen. Aber wenn ich das jetzt zerschneiden würde und dann zum Beispiel ATC-Karten draus machen würde, dann würde es irgendwie wieder nicht so richtig zusammenpassen. Wobei doch, wenn man diese Stelle hier vielleicht nimmt, aber da ist mir hier schon wieder zu viel weiß. Aber hier spiegelt sich auch das Gelb ein bisschen. Hier ist auch ein bisschen, da auch, naja. Ja, wird schwierig, aber naja, man könnte hier jetzt nochmal normales Kopierpapier. Funktioniert also, wie gesagt, auch. Und sonst nehme ich ja immer ein bisschen festeres und finde ich auch viel besser. Das ist natürlich eins meiner Lieblinge, weil es einfach meine Lieblingsfarben sind. Genau wie das hier. Das sind wieder meine Anfänger. Also die sind vom letzten Mal, die hatte ich euch schon mal gezeigt. Genau, und das hier, das Papier hier, das war einfach nur, da habe ich immer meine Rolle abgeschmiert, aber finde ich irgendwie hat was und deswegen habe ich es nicht weggeworfen. Kann man bestimmt auch mal was mitmachen. So, dann habe ich einmal hier so eine Tüte, auch noch ein bisschen beschmiert, hinten immer nur abgerollt, aber vorne halt ein bisschen, ja, auch gemacht. Und dann habe ich was gemacht, eine Karte, die überhaupt nicht zu mir passt eigentlich, aber ich finde sie geil. Und zwar habe ich Jellyplate-Papier genommen. Vorhin habt ihr gesehen, da habe ich hier aus diesem dünnen Kopierpapier, habe ich hier einen Teil schon ausgeschnitten. Dann habe ich die Crayons von Tim Holtz genommen, von Ranger, und habe hier im Hintergrund überall noch ein bisschen mehr Farbe reingebracht, weil das war vorher dieses Papier hier. So sah das Papier ursprünglich aus. Und ja, ich fand, das kann ruhig noch ein bisschen knalligere Farben gebrauchen. Und dann habe ich mir den Kreis abgedeckt. Also erstmal habe ich im ringsrum einmal mit Schwarz gemacht, habe das ein bisschen mit Wassermalstift verblendet. Also das ist so ein bisschen verschmiert. Und ja, dadurch so einen Schlagschatten halt macht. Und dann nochmal mit einem anderen schwarzen Stift drumherum gegangen. Dann habe ich von einem Stempelset von Stampin' Up so Blümchen drumherum gestempelt. Ich gucke gerade mal, wo ich das habe. Wo habe ich das? Da, tu, was du magst. Genau. Tu, was du liebst. Und genau den Spruch habe ich auch in die Mitte gestempelt und dann nochmal die Kanten halt nachgezeichnet, weil der Spruch ging ein bisschen unter durch diesen krassen Hintergrund, ging halt dieser Spruch da drin, der war so verloren irgendwie. Genau, das ist das Stempelset. Ich habe keine Ahnung, ob es das noch gibt. Wie ihr wisst, arbeite ich ja nicht mehr für Stampin' Up. Deswegen bin ich nicht so auf dem Laufenden. Aber das ist ein sehr, sehr schönes Set. Das habe ich sehr geliebt. Vor allem dieser Spruch hier. Ein kleiner Freundschaftsgruß. Ach nee, mein Lieblingsspruch, der ist noch in einem anderen Set. Dieser jede Geste der Freundlichkeit verändert die Welt. Den mag ich sehr, sehr gern. Aber auch dieser Spruch hier ist sehr schön. Und besonders dieses Tu, was du liebst. Und dann mit diesem ganzen bunten, ja, finde ich ziemlich geil. Also überhaupt nicht mein Stil eigentlich. Mache ich ja sonst nicht so. Aber ich finde es gut. Und irgendwie erinnert es schon wieder an den Frühling, finde ich. Wegen diesen ganzen bunten Farben und die Blümchen. Na, eher noch mehr am Sommer. Aber ja, ich habe das dann oftmals im Winter, dass ich dann zwischendurch so denke, ja, jetzt könntest du mal wieder ein bisschen Farbe gebrauchen. Und freue mich dann immer, wenn im Frühling die Tulpen kommen und man endlich mal wieder ein bisschen Farbe hat. So, dann habe ich noch etwas nachgebastelt und zwar wieder von dem Kanal Bastelmix von der lieben Heike. Und zwar diese Tüte, die hat sie nämlich gestern oder vorgestern, kam das Video neu raus und habe ich gedacht, ach cool. Und dann habe ich das gleich nachgebastelt. Ja, und dazu habe ich hier so eine, Paperclip gemacht. Das soll eigentlich hier oben dran halten, nur leider. Oh doch, jetzt hält es, weil es jetzt weit genug auseinandergebogen ist. Nur man sieht den Spruch dann leider nicht mehr, aber das macht ja nichts.
Das ist auch aus einem Stempelset von Stampin' Up. Das steht jetzt aber da hinten, das möchte ich gerade nicht rauskramen. Das ist aber so ein Weihnachtsset gewesen. Und da oben freut euch und dann unten möge Gottes Licht deine Weihnachten erhellen. Ja, und da ist noch so ein Fensterchen drin. Und sie hat in dem Video diese Schablone dafür gemacht. Also sie zeigt euch, wie ihr diese Schablone machen könnt. Und mit der Schablone könnt ihr dann eben immer wieder diesen Kaffeebecher-Packung machen. Und könnt euch, wenn ihr mögt, ein Fensterchen noch reinschneiden. Und dieses Teil hier könnt ihr von der Breite her variieren, so wie ihr es halt wollt. Und könnt dadurch da richtig, richtig viel reinpacken. Aber ich habe jetzt, sie hatte in ihrem Video 8 cm, ich habe nur 6 genommen. Und ja, ich finde, da passt immer noch reichlich rein. Und ja, fand ich total süß. Und wie gesagt, da ich ja eh nicht geschlafen habe, hatte ich Zeit und dann habe ich es direkt gleich mal nachgebastelt. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ihr Lieben, so, wir machen aber jetzt weiter mit dem Adventskalender. Und zwar mit der 21 von Lottomarie. Nein, nicht abreißen. Nein. Na komm, zick heute nicht so rum. Geht doch. So. Ui, yippie. Und zwar haben wir heute diese glitzernde, die ist eigentlich müsste die Holo sein, ist sie aber gar nicht, die ist anscheinend nur Silber. Jetzt muss ich selber gerade mal im Licht gucken. Nee, die ist anscheinend nur so bläulich. Hinten ist die. Ist das eine neue Folie? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Also eigentlich habe ich viele von diesen, die so glitzern und dann ach, mit Silber hinten dran erinnere ich mich überhaupt nicht. Das kann sich jetzt wieder nur um Stunden handeln hier, dieses Abgefummel immer auch. Na komm. Geht die gar nicht ab. Was ist das für eine Folie? Okay, bevor ich jetzt hier verzweifle, gehe ich gerade mal auf meinen Monitor und gucke einmal in der Gruppe. Da gibt es ja immer diese Beschreibung, was es ist. So, hier geht es zum Tüteninhalt. Und zwar Schnelleinstellungen, Presseinstellungen, also ist es auf jeden Fall eine Folie, aber steht hier nicht. Infos zum Inhalt bzw. Schnitteinstellungen. Siolet Messer 2, Druck 12, Borsa Messer 1, Druck 0. 160 Grad, 10 Sekunden kalt abziehen. Und für einen matten Effekt wiederholen. Okay, steht aber nicht drauf, wie die Folie heißt. Doch, da. Duo Metallic. Duo Metallic. Zweimal. Das sind, nicht die gleichen Farben. Eins ist ein bisschen dunkler, eins ist ein bisschen heller. Ja, da bin ich gespannt, was sie in dem Video dann macht. Und gesammelt wird übrigens von heute bis zum 23. Am 23. gibt es dann ein Video zu Projekt Nummer 9 mittlerweile. Ja. Ich habe keine Ahnung, ist das dann jetzt hier eine Trägerfolie oder wegen Duo muss man die komplett lassen und wird die durchgeschnitten? Das kann ja eigentlich nicht sein. Muss ja trotzdem irgendwie ein Träger sein. Lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich mache jetzt einmal kurz Pause, um das einmal abzufummeln. Gucke ich mal. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und zwar auf dem Kanal und habe nochmal nach den Videos geguckt. Das hat mich jetzt verrückt gemacht. Ne? Also die nimmt man tatsächlich so und ja, wird halt so geschnitten.
wenn man sie dann schneiden möchte. Hier gibt es auch einen Träger, den kriege ich zwar jetzt überhaupt nicht ab, aber da ist ein Träger auf jeden Fall drauf, und zwar auf der Seite. Und dann kann man das Teil halt auf das Shirt pressen. Und wenn man es einmal presst, dann ist es halt total glänzend, so wie jetzt hier. Wenn man es aber noch ein zweites Mal presst, dann wird es halt matt. Also es glänzt dann immer noch, ist aber halt so ein bisschen matt halt. So. Genau, ja, das werden wir dann ja sehen, wenn sie das Video macht. Dann werde ich mal gucken, ob ich da ein Foto von mache und euch das zeige. So, und bevor ich jetzt durcheinander komme und mit dem hier weitermache, gehen wir wieder rüber auf den Monitor. Und ich zeige euch, was Tante Plotter heute hatte. Und das ist wieder eine Datei, die ich nicht zumachen muss, weil es ein Projekt ist, was schon fertig ist, wo ihr sehen könnt, wie es aussieht. Ja, ganz süße Idee, vielleicht zum Valentinstag oder so. Nette Sache. So, und das von Tintenrebell sieht heute so aus. Ja, und im ersten Moment habe ich gedacht, naja. Und dann habe ich mir aber die Sachen alle nochmal durchgelesen und habe gedacht, ach ja, eigentlich, also dieses Nö oder Nop oder heute nicht, vielleicht Moin. Das hier könnte ich für einen Kumpel gebrauchen, weil der aus Hamburg kommt. Und dieses Ja, ja, bla, bla, finde ich auch ziemlich witzig. Also ja, doch werde ich wahrscheinlich was benutzen hier. Dieses Chill mal, sagt ein Freund immer, ein sehr guter Freund. Alle Freunde sind schon ein bisschen davon genervt. Ich nicht, ich finde es lustig. Aber alle anderen sind davon genervt. Und deswegen habe ich ihm auch vor ein paar Jahren, hatte ich ihn schon mal ein T-Shirt gemacht mit Chill mal. Aber auf dem Rücken und in größer. Und ich glaube, das ist was Süßes, Kleines, was man ja auf eine Jacke vielleicht in Kragen reinmachen könnte oder ja auch auf dem T-Shirt vorne, aber nicht so groß halt. Ne? Doch, ich glaube, das sind schon Sachen, die ich verwenden würde. Und auch das Schatz, ja, einfach mal auf eine Karte für meinen Mann, warum nicht? Auch schön. Also eigentlich, ja, das weiß ich nicht. Kann ich jetzt nichts mit anfangen und das brauche ich auch nicht. Aber ansonsten finde ich es gar nicht so schlecht. Okidoki. So, na, falscher Knopf. Zack, da bin ich wieder. Und wir machen weiter mit Miss Fruchteis. Ich suche mal wieder die 21 raus. Die ist hinten, ne? Hier. 20 von gestern, 7, 22, 5, 21, juhu. Genau, und heute haben wir so ein Pinguinchen. Und der Bibelspruch lautet wie folgt: So geht hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Prediger 9, Vers 7. Ja, und um dazu jetzt was zu sagen, müsste man das im Kontext lesen. Also man müsste sozusagen das ganze Kapitel lesen, um zu wissen, worum es da eigentlich ging. Ich kann ja mal kurz reingucken, was für eine Überschrift da drüber steht, vielleicht bringt uns das schon weiter. So, muss man hier mal so einen Krempel ausmachen, den keiner interessiert. Prediger, jetzt habe ich den Zettel wieder reingetan. Und weiß natürlich nicht mehr. Ich weiß noch, dass es Prediger war, aber Prediger wo? So, wo ist Prediger da? 21 mal weiter hier hinten. So. Und es war Prediger 9, Vers 7. 7. Oh, okay, da habe ich sogar mir schon mal was markiert. Freu dich am Leben. Okay, darum geht es. Einfach Freude am Leben zu haben. Ja, genau. Da habe ich mir auch schon mal irgendwas markiert. So, jetzt packe ich es aber einfach nur so zur Seite. Genau, ja. Dann suche ich diesen kleinen Pinguin, drücke euch wieder auf Pause und
komme gleich wieder mit dem Päckchen. So, ich bin ganz gespannt. Heute ist auf jeden Fall Papier drin. Ein Block, ich weiß noch nicht welcher. Und ein Stift ist auch dabei. Fühlt sich eigentlich ein bisschen an wie ein Bleistift. Aber nee, das ist was anderes, weil das hat zwei Deckel. Wir schauen mal. Ja, ich werde langsam ein bisschen besser mit den Tassen, weil bei Papier war es jetzt auch nicht so schwer. Aber mit dem Stift zum Beispiel, mit den zwei Deckeln, ne? Es wird langsam. Nach all den Jahren. Also, komm raus. Uiuiui, guck mal. Schmuckelemente. So, kann man hier groß reingucken. Inhaltsverzeichnis, das darf man, glaube ich, immer auf jeden Fall zeigen. Und am Anfang haben wir Banner, Rahmen, Ecken, Kreise, Rechtecke, Muster, Bordüren, Spiegel, Pfeile, Herzen, Sterne, Rosen, Blumen, Umwelt, Kleidung, Figuren, Brillen, Gesichter, Business, Wolken und Kronen, Weihnachten, Soziales, dann Tiere, Comic, Eulen, Flügel und Icons. Cool. Das ist cool. Wirklich cool. Ich guck mal, ob hier hinten noch irgendwas. Ich weiß halt immer nicht, wegen Datenschutz-Dings zeige ich die Sachen, glaube ich, lieber nicht. Aber ich blätter für mich jetzt, das geht jetzt nicht anders. Ich muss nochmal kurz durch. Ja, mega cool. Das ist richtig cool. Das war auf jeden Fall nicht auf meiner Liste. Das kenne ich nämlich überhaupt nicht. Und da gibt es sogar schon Band 4 von. Ja, mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Finde ich richtig cool. Und was haben wir denn hier? Ach, guck mal, hier haben wir so einen dicken Stift. Und hier, der sieht ein bisschen aus wie ein Washpen. Ist aber keiner, lässt sich nicht biegen. Ist nur eben mit einer, doch, nee, hat die, guck mal, hätte ich vorher mal ein bisschen genauer hingeguckt. Der hat auch so eine bisschen breitere Spitze, aber eben nicht so breit wie der andere. Und wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Kalligrafiestift und zwar mit 2.0 Spitze und mit 3.5 Spitzen. Ja, cool, sehr, sehr cool. Also hier draus werde ich bestimmt ganz, ganz viel benutzen. Ja, freue ich mich schon, werde ich gleich, wenn das Video ist, einmal in Ruhe durchgucken und vielleicht das ein oder andere Projekt schon mitmachen und euch dann vielleicht morgen schon zeigen. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch drei einigermaßen erholsame Tage. Wenn es zum Endspurt geht, dann fallen einem mir doch immer noch 1000 Sachen ein, die man noch nicht erledigt hat und ja, die man halt noch machen muss. Und ich habe auch noch ein paar Sachen auf meiner To-Do-Liste, aber wenigstens habe ich es endlich geschafft, meine Geschenke einzupacken. Bis auf eins, das kommt heute noch. Und dann bin ich aber durch. Okay, ihr Lieben, so, dann wünsche ich euch auf jeden Fall, wie gesagt, noch schöne drei Tage und bis morgen. Tschüss.